Yo, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Radiant Dawn in Teil 1, Kapitel 9 wahrscheinlich. Und geht wohl weiter ab hier. Also, wir haben jetzt gesehen, dass Benyon sich jetzt auch in Handlung nicht mehr so gefällt, was hier abgeht. Und dass sie vor allen Dingen in Konflikt stehen, anscheinend. Aber gut, Yes. machen wir weiter. Ohne große Umschweife. Genau, aber jetzt natürlich wieder Erzählung. Perfekt. Absichtlich lassen sich Mikaya und ihr Kämpfertrupp in eine Falle locken, um fast verlorene Gefangene aus Dahein zu retten. Selbst ohne die Zuhilfenahme von Izukas weitreichendem Informationsnetzwerk verbreitet sich die Sage von Mikayas Heldentat im Shafu-Sumpf wie ein Lauffeuer. Voll neuer Hoffnung ehrt das Volk von Dahein Mikaya mit dem Namen Priesterin des Lichts. Dank ihr hat er seine Moral wiedergefunden. In ihr sehen sie mit ihren sorgenerfüllten Herzen endlich das Versprechen auf Erlösung. In ganz Dahein erhebt sich das Volk gemeinsam gegen die Brutalität seiner Unterdrücker. Die Besatzungsmacht Benyon ist mit solch einem offenen Vielfrontenkrieg überfordert. General Yaroth sendet Kämpfer an strategisch wichtige Orte, um die Hauptstadt besser verteidigen zu können. Gegen Daeins Befreier sind Yaroths Kräfte noch in der Überzahl. Yaroth hofft, Mikayas Armee durch eine stärkere Verteidigung aufhalten zu können. Doch die Befreiungskämpfer treibt eine überschäumende Wut an. Und schließlich verlieren die Besatzer nach und nach ihren Kampfeswillen. Mikayas Truppen stoßen immer wieder durch die Feindeslinie vor. So gewinnen sie wertvolles Land und Kraft. Izukas Behandlung der alliierten Lagus lässt den Zorn in Mikaya wachsen. Doch sie führt die Armee weiterhin bei ihrem blitzschnellen Vormarsch. Nebassa liegt nur noch wenige Tage von ihnen entfernt. Oha, wird lustig. Aber mir ist gerade aufgefallen, Kapitel 9 nur einer überlebt. Okay, interessant. Woher ich jetzt diese Stimme kenne des Erzählers? Okay. Es ist die Synchronstimme von Professor Layton. Ja, ich musste da auch erstmal ein bisschen reinhören, aber tatsächlich ist es die Synchronstimme von Layton. Stark, sage ich dann. Ja. Nicht schlecht. Hört mal her und staunt, es gibt tolle Neuigkeiten. Die Hohepriesterin schickt einen Trupp, der die schrecklichen Taten der Besatzer näher untersuchen soll. Wirklich? Er hat eine Nachricht gesendet, die besagt, dass die Vorbereitungen endlich abgeschlossen sind. Aber wartet, es wird noch besser. Er hat einen Erlass unterzeichnet, der allen Besatzungstruppen ab sofort sämtliche militärische Handlungen untersagt. Leute, dass das Kämpfen vorbei ist? Wir haben gewonnen? In der Tat, es ist schwer zu glauben, dass es vorbei sein soll. Das ging mir fast ein bisschen zu leicht. Und das Beste ist, Herzog Belzis leitet den Trupp. Weil der hier ankommt, sind wir ein freies Land. Unsere Sorgen sind vorbei. Herzog Belzis, Gott Sephiran, also sendet die Hohepriesterin einen der größten Männer Benions, um sich die Sache zu kümmern. Sein Mann ist dieser Herzog. Er ist toll, der Beste überhaupt, der hat viel Einfluss und eine hohe Position, hat aber nie viel auf Formalitäten gegeben. Naja, los Leute, steht nicht so herum, ihr müsst die Botschaft verbreiten. Wir müssen die Botschaft verbreiten, kommst du nicht mit? Nee, es ist eher eure Aufgabe. Wir stärken euch den Rücken. Aber ihr könnt gern die Lorbeeren ernten. Dann Isuka, oder? Ihr möchtet nicht mit uns kommen, weil er den Prinzen begleiten wird. Ja, das trifft's im Grunde. Na gut, aber wartet hier. Wir kommen zurück, sobald wir die frohe Kunde weitergegeben haben. Ja, verständliches Handeln. Burg Dahein. Angesichts dessen hat die Kaiserin von Benyon, Hohepriesterin Sanaki, diesen Edikt erlassen. Besatzungstruppen sollen ihre Waffen ruhen lassen, sich in der Festung da einsammeln. Die Untersuchungstrupp erwarten. Laut Herzog Numida haben eure Kräfte aus eigenem Antrieb heraus Gegner misshandelt. Ein abscheulicher Verstoß gegen seine Befehle. Die Hohepriesterin wird dennoch Erbarmen zeigen und sich eure Argumente anhören. Doch nutzt ihr Großmut besser nicht aus. Verspielt ihr eure letzte Chance. Ha!
Das ist ein wunderbar unbarmherziger Schritt. Ich wusste nicht, dass Nomida so gerissen. Die gesamte Besatzungsarmee verleugnen und mich für ihre Taten verantwortlich machen? Brillant, brillant. Das Spiel jetzt wohl vorbei. Können wir nicht wenigstens Herzog Nomida mit uns in den Abgrund ziehen? Keine Chance. Wir sind der Beweis, dass Herzog Nomida und damit auch der ganze Senat korrupt ist. Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass sie alle zusammenarbeiten werden, um uns zu Schweigen zu bringen. Abgesehen davon bietet sich uns wirklich verlockende Ziele als jene zitternden Attergreise. Mein Abstieg soll diejenige begleiten, die unsere Pläne so durchkreuzt hat und an die Misere schuld ist. Mädchen. Oh, das gefällt mir. Unsere letzte Mission. Ihr werdet heute im Dunkel der Nacht mit euren Truppen für Ablenkung sorgen. Und ich werde derweil unsere neue Gefährtin suchen. Die Silbergöre. Okay. Wieder irgendwelche krassen Pläne. Lager der Armee der Freiheit. Ruhe. Prinz Pelias geruht nun ein paar Worte mit euch zu wechseln. Mein Prinz, ihr dürft beginnen. Weil mich etwa so viel essen habe ich ja noch nie gesehen. Sieht das lecker aus. Ihr alle habt hervorragendes geleistet. Wenn Beni uns Gesandte eintreffen, ist Dahein wieder frei. Unsere bevorstehende Befreiung zu feiern, lade ich euch alle ein, so viel zu essen und zu trinken, wie ihr wollt. Okay. Ja, oh, geht direkt in die Basis über. Komischer Übergang, aber okay. Pelias. So, man sieht dich nur selten allein. Prinz Pelias, wolltet ihr Mikaya treffen? Ja, zumindest hatte ich das vor. Aber sie scheint sehr gefragt zu sein. Immerzu redet jemand mit ihr, sodass ich gar nicht erst in ihre Nähe komme. Es sind eure Untergebenen. Sagt ihnen doch, sie sollen aus dem Weg gehen. Nein, das geht nicht. Ich bin nun das Symbol für die Befreiung Dahains. Aber bei der Priesterin des Lichts ist das etwas anderes. Sie ist kein Symbol. Die geben die Soldaten bereitwillig ihr Leben. Pelias. Oh, Soth, mach dir keine Sorgen. Ich bin nicht eifersüchtig, falls du das meinst oder dachtest. So ist es nicht. Obwohl ich zugeben muss, dass ich sie ab und zu beneide. Oh, das hatte ich fast vergessen. Hier habt ihr etwas Geld für den Krieg. Aber der Krieg ist vorbei. Und außerdem ist das hier ein kleines Vermögen. Naja, teile es einfach mit den Truppen, wenn du möchtest. Ich mag kein großer Anführer sein, aber ich weiß, die Opfer von allen zu schätzen. Im Gegenzug verdienen sie auch etwas. Teile es auf, wie du es für richtig hältst. Ich vertraue deinem Urteil. Elias, ihr solltet derjenige sein, der die Truppen ihre Belohnung gibt. 10.000, okay, finde ich gut. Wir haben nicht mehr so viel Geld, von dem her. Er hat mindestens beim letzten Mal bekommen. Ja, das stimmt. Jill. Lady Mikaya. Hallo Jill, was macht ihr denn hier? Ich habe euch hier laufen sehen, als ich zu meinem Zelt zurückging. Habt ihr Sorgen? Ihr solltet das Lager nicht allein verlassen. Ich bin einfach erschöpft davon mit so vielen Brechen. Aber kein Grund zur Sorge. Ich brauche einfach nur etwas Zeit für mich. Stimmt, ihr seht wirklich etwas blass aus. Warum ruht ihr euch nicht in eurem Zelt aus? Dort ist es doch viel bequemer als hier. Ich möchte nicht, dass South und die anderen wissen, wie müde ich bin. Die machen sich auch so schon zu viel Sorgen. Ah, das verstehe ich. South scheint vor allem so losgelöst, es sei denn, er hat etwas mit euch zu tun. Er regt sich so leicht auf. Manchmal habe ich das Gefühl, er ist vielleicht etwas überfürsorglich. Wir haben immer für uns allein gelebt. Nur wir beide. Ich glaube nicht, dass er für sein Verhalten etwas kann. Dann werde ich euch etwas Medizin bringen und aufpassen, dass mich niemand dabei sieht. Wir treffen uns an eurem Zelt. Oh nein, das ist wirklich nicht nötig. Seht ihr diesen Baum dort? Dort werde ich mich ausruhen. Bald wieder wohl auf. Aber mir wird nichts passieren. Wir sind noch im Basislager. Hattet ihr ursprünglich nicht etwas anderes vor? Müsste euch wirklich wichtig sein, wenn ihr das Fest mal so früh dafür verlassen habt. Oh nein, nicht wirklich. Ich wollte nur einen Freund einen Brief schreiben. Das war alles. Glaube wohl, der Freund ist Darahan gemeint. Ja, denke ich mal auch. An den Mann, von dem ihr mir erzähltet, der mit dem ihr einen Vivern-Lieferservice habt? Naja, ja, ihr wisst also auch alles, oder Lady Mikaya?
werdet ihm erzählen, dass das Kämpfen beendet ist, nicht wahr? Ja, er hasst Ärger mehr als alles andere. Er lieferte etwas nach Benion und kehrte nicht mehr zurück. Ich bin mir sicher, dass er wegen des Krieges dahin ferngeblieben ist. Ich? Zumindest indirekt schon. Wahrscheinlich hängt er es mehr an seiner Liebe zum Schlafen zusammen. Ja. Sobald er ein paar Minuten nichts zu tun hat, schließt er unter Garantie sofort die Augen und schläft ein. Der Krieg wirkt sich sicher schlecht auf seinen Schlafrhythmus aus. Ein interessanter Zeitgenosse. Aber ihr solltet ihm schreiben und ihm sagen, dass die Lage nun sicher ist und er zurückkommen kann. Seid ihr sicher, dass ihr wohlauf seid, dass ihr euch nicht überfordert? Es geht mir gut. Bitte macht euch keine Sorgen. Also gut, ich werde euch allein lassen, damit ihr etwas entspannen könnt. Oh, aber ich möchte euch etwas geben. Hier. Was ist das? Es ist eine Schriftrolle. Passieren. Die wird euch sicherlich nützlich sein. Bitte behaltet sie, wenn ihr wollt. Danke, Jill. Das werde ich. Gute Nacht, Lady Mikaya. Okay, den Skill passieren. Okay. Ich weiß, ich bin noch nie so der Riesenfan von dem Skill gewesen, aber... Oh. Lol. Wir können auch nicht die anderen Einheiten machen. Das ist interessant. Ja gut, interessant, dann also nur Mikaya. Schwierig. Okay, aber vorher möchte ich nochmal gucken hier. Naila war die Heldin, aber wir haben tatsächlich sogar 2475 Bonus-Erfahrung bekommen. Genauso viel wie beim letzten, also ein bisschen mehr sogar wie beim letzten Mal, also von dem her gesehen. Ich weiß nicht, wie das gerechnet wird, keine Ahnung. Ja. Ja gut, aber ich würde sagen, ich gebe Mikaya noch ein, zwei, würde ich sagen, jetzt hier, wenn wir schon hier sind. Ich fast nichts anderes machen kann. Ich glaube, vielleicht wird sogar wichtig sein. Ich könnte es mir echt gut vorstellen. Bis zu 18 oder 17. Ich sag erstmal bis zu. Na, guck ich mal, je nachdem, wie die Level hier werden. Gönn was Gutes. Ja. Kommt mir bekannt vor. Aber gut, sie hatten 80% Magie-Wachstum, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Also wenn sie Magie nicht levelt, dann ist das komisch. Ja, gut, haben wir uns bei Ike auch gedacht. Ja, gut, das stimmt wohl. Ich wünsche sie ein bisschen mehr Geschwindigkeit, aber... nicht so das Ding. Ja, das ist halt jetzt irgendwie ein bisschen schwierig, sag ich. Ja. Ich habe auch jetzt nicht so viel... Ja gut, ich habe die ganzen anderen Dinger hier. Das lohnt, ich weiß nicht, ob für das was ja. Jetzt kommen könnte. Was haben wir denn hier im Handel? Es bringt uns halt. Bringt richtig viel! Ja. Elfenblick vielleicht noch. Ja, stimmt, das haben wir noch gar nicht hier. Das könnte Mikaya auch sein, da müssen wir nicht mal Thaney benutzen. Was haben wir sonst noch hier in dem Shop? Windschneide, Langspeerwurf bei Glanz. Na toll, das mal Meistersiegel. Feuer hier ein Statuenteil. Ja, gut, das ist. Aber klar. Ich meine, wir haben 9102. Ja, also ganz kaum. Aber wobei kann man das nicht erst nutzen, wenn man. Wobei, sie hat ja schon wahrscheinlich Magie-Level. Naja, dann hat sie es halt irgendwann. Ja. Aber ich würde sagen, ich kaufe nochmal einen Wurfbeil. Für den Vorrat, weil Wurfbeile kann man eigentlich nie genug haben. Vielleicht ich auch nochmal. Ja, genau. Heute Heilung, ja, vielleicht. Ja, na, wobei wir können den. Ah, wobei ich kann aber nicht zu den anderen gehen. Ich glaube, man sicherheitshalber. Brauche ich für sie nochmal ein Heilmittel. Hau den Braten irgendwie nicht, wenn ich nur sie habe hier. Ich glaube, bringt's was zu schmieden? Ich glaube, ich weiß nicht so recht. Wahrscheinlich nicht. Wir können jetzt aber schon alles andere hier noch schmieden. Ja, aber ich weiß nicht, ob das. Also, ich meine, wir können. Ja, das stimmt. Also ich meine, wir können jetzt nochmal so ein Signature-Ding machen, was broken ist, aber sonst... Ah, nee, ich glaube, mal den Rest alles auch nicht hier. Wir behalten erstmal unsere Münzen und unsere Dings hier. Münzen und Geld. Ja, gut, dann würde ich sagen... Mehr Vorbereitung muss ich hier nicht, deswegen ab in den Kampf. Wenn hier nur Mikaya ist, mehr kann ich hier nicht machen. Hunde, was ist los?
ruhig bei dem Festmahl bleiben können. Pummchen, du bist schon ein seltsamer Vogel, weißt du das? Nachts doch eigentlich schlafen. Und in letzter Zeit mich... Ja, mach ganz kurz. Und ich mach Wasser zurück. Dann bette... Ei. Oh. Wie leichtsinnig. Das kleine Mädchen des Silberlichts ist dem Pappnasenball entflohen, um allein zu sein. Ah, natürlich meine ich Priesterin des Lichts. Wenn du dich retten willst, wirke lieber schnell ein Wunder. Hä, was? Oh, Soldaten aus Binion. Okay. Witzig! Warte mal, sie hat Licht. Wie viel braucht man denn für Glanz? Ah, okay. Ja gut, das glaube ich wird noch ein bisschen dauern, bis wir das benutzen können. ich weiß ja nicht so recht, aber ich habe das Gefühl, das wird vielleicht nicht so eine schöne Mission, glaube ich. Was ich sogar überlegt habe, das werde ich glaube ich sogar noch benutzen, eine Engelsrobe. Weil ich finde, sie ist einer der Einheiten, die, glaube ich, ein bisschen mehr KP benötigen können, bevor sie komplett stirbt. Ja. Wohl wahr. Deswegen, ich würde sagen, sie kriegt die Engelsrobe, dann hat sie 29 KP. Ja, als Reiner können wir eh nicht, oder? Ja, Boss besiegen, Mikaya stirbt. Okay, cool. Ah, nee, ist keine, Kein sieht mir nicht nach Kriegsnebel aus. Okay. Es gibt übrigens zwei Münzen zu holen. Ja. Ah ja, und dann gibt's noch hier, glaube ich. Weil ja, hier. Ja, so ein Olivengras oder so. Ob wir das jetzt bekommen, so ich meine, das ist ja wirklich Luck-based, weil wir Sauf nicht dabei ja, haben. Ja, das stimmt wohl. Mal gucken. Ja gut, dann los geht's! Wir haben ja nicht vorzubereiten hier, wenn nur Mikaya hier ist. Herald Jared, seid ihr hier? Ich bin dem Untergang geweiht, dank euch. Doch wenn ich gehen muss, dann lieber in Begleitung. Dann ist es nicht so langweilig. Mein Los fiel auf euch, General von Dains Armee der Freiheit und hochverehrteste Priesterin des Lichts. Auch wenn ihr mich tötet, wird das Königreich Dain wiedergeboren. Das Volk kämpft, solange der Prinz lebt. Ha, der Prinz. Selbst ein Stück Straßendreck ist adeliger als dieser schmierige Augenwischer. Wisst ihr, wessen Glanz das ganze Volk tatsächlich in seinen Bann zieht, wie das Licht der Motten? Eurer Priesterin. Und ich werde euch dem Volk rauben und da in Hoffnung auf Errettung so endgültig auslöschen. Ich zeige euch, wie es ist, verzweifelt zu sein, Priesterin des Lichts. Ah. Bitte was? Ah! Wer seid ihr? Seid ohne Sorge, Tochter des Lichts. Ich werde nicht zulassen, dass er euch verletzt. Einst war ich einer der vier Reiter, die der Armee des alten Dains. Erinnert euch an den Namen des Schwarzen Ritters, werdet dieses Schlachtfeld sofort verlassen. Ach ja, wie putzig. Ihr seid also der legendäre Schwarze Ritter. Ihr wisst aber schon, dass ihr dann tot seid. Seid im letzten Krieg gestorben. Ach, ich weiß was. Beweist uns eure Behauptung. Ihr würdet uns damit wahrlich Vergnügen bereiten. Dann greift mich an und ihr werdet eure Narretei bereuen. Später vielleicht. Wie wäre es dann, wenn ihr zuerst ein paar meiner teuren und ungeduldigen Diener kennenlernt? Löscht die Fackeln. Oh. Tochter. Ich werde euch als Schild dienen. Bleibt an meiner Seite. Werde ich. Ich weiß, dass ich euch vertrauen kann. Okay, ja. Das ist eine Überraschung. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Der krasse schwarze Ritter ist hier. Er ist also doch nicht gestorben, als wir damals Anna gerettet haben. Yes. Der Gute, der sagt Moin Meister. Ich glaube... Scheiße. Ja, ich glaube, alles andere, was hier ist, ist wieder zu Brei. Also es ist irgendwie so komisch. Man hat hier Einheiten irgendwie, die alles zu Brei verarbeiten, bekommt man hier an die Seite genagelt.
sei es eine Nyla, sei es jetzt ihn hier. Negation, Inspiration, Eclipse, ja. Ja, der ist noch krasser gefühlt als in Path of Radiance. Und da war er schon krass umfallen. Ich meine, er scheint ja nicht so böse zu sein wie am Path of Radiance, weil er hat ja nur noch einen Gegner gesucht halt, ne? Ja. Aber klar, er hat jemanden auf dem Gewissen. Ja, das stimmt wohl. Herr Ritter, woher wusstet ihr, dass ich mich in Gefahr befand? Das spielt jetzt keine Rolle. Seid ihr verletzt? Nein, mir fehlt nichts. Bleibt dicht an meiner Seite. Ich werde nicht zulassen, dass euch was geschieht. Ich weiß, das werdet ihr nicht. Ich danke euch. Okay, dann würde ich sagen, ja, Elfenblitz. Es gibt tatsächlich zu dem Kapitel die genaue Beschreibung, wie man seinen Charakter bewegen. Okay. Das ist halt irgendwie schon lost. Ja. Frage nur, wie viel war das jetzt nochmal? Wie viele Züge darf ich hier brauchen? 13. 13, ja, das ist ja sogar ein bisschen mehr als am letzten Mal. Vielleicht klappt das sogar. 15. Oder 15. Also 13 fürs Maximal und 15 halt 500 weniger. Die Frage ist, bewege ich ihn oder bewege ich ihn nicht? Ich glaube, ich bewege ihn sogar nicht. Ich glaube, ich lasse ihn für die Runde hier noch stehen. Aber gut, er wird halt eh alles zu Brei verarbeiten. Oder ich packe ihn das Elondite weg. Theoretisch darf er ja nicht, also er dürfte eigentlich gar keinen Edge bekommen, weil er ist ja nur eine legendäre Waffe gibt, die ihm Schaden zufügt. Ja, aber das finde ich auch cool. Ich kann das nicht tauschen. wer weiß, vielleicht geht er nämlich wieder weg nach dem Kapitel oder so, dass ich den dann zu Edward gebe, sein mega krasses Schwert, was er eh nicht benutzen könnte, aber ich meine, ich will die halt nicht killen, ich will vielleicht noch mit Mikaya ein paar wobei. Kaum untergeht. Ich habe ja ein paar Bonus-Erfahrungspunkte gegeben, von dem her. Ich glaube, das Kapitel ist dafür gemacht, dass man es so machen soll. Ja, ich glaube auch. Ah, moin Meister. Ja. So. Für das Suizidkommando. Ich glaube sogar, ich bin gleich überlegt, seine Animation auszumachen. Du ja, alles klar. Also. Er hat 70 KP, ey, das ist so. Ja. Genau. Ja. Alles klar, aber Feierabend. Ach du Scheiße. Ja. Und immerhin gut, dass wir haben, weil ich ihn. Das Problem ist ja, na, wobei selbst dann würde das nicht reichen. Aber der doppelt. Oh Gott. Wie mache ich das denn hier, wenn der doppelt? Das ist so blöd, dass sie so wenig Geschwindigkeit haben. Wobei der hat 10, der hat 14. Kann der schwarze Ritter nicht aus zwei Feldern angreifen? Ja, gut, das stimmt. Aber dann mache ich natürlich den anderen hier. Kommt der andere hier hin. Ich überlege halt gerade, ob. Ja, wobei, ja. Na gut, der. Wobei, kannst du Mikaya nicht theoretisch da rechts zu den Speertypen hinstellen und dass dann der schwarze Ritter dann den über ihr dann sozusagen killt? Ah ne, stimmt, der kommt dann trotzdem zu Mikaya hin. Ja, der Axttyp. Gut, ich würde den natürlich überleben, vor allen Dingen greift er mich sowieso an mit der Axt. Den würde ich überleben, nur die Frage ist, ob hier noch irgendwo sich an was anderes versteckt. Oder ich gehe erstmal in die andere Richtung hin, weil da würden die da nicht da hinkommen. Dann stelle ich Mikaya da hin und den Ritter hier hin. Der gute Abend soll ja sowieso dieses Olivenkraut sein, also von dem her. Vielleicht kriegt man es ja mit Glück. Ja, schade. Ja, der kann ja auch dahin stehen. Na gut, aber egal, der ist nicht das Problem. Den kill ich ja auch nicht. Der Langspeltschiff. Reicht sogar aus. Das ist sehr stark. Damit gibt es sogar ein Level für sie. Ja, der ist tot. Wie alle anderen hier auch. Ich finde es auch krass, dass auch seine Musik hier spielt. Ja gut, natürlich, sie weiß, also natürlich, das ist natürlich die Sache, also sie kennt ihn ja so eigentlich nicht. Nee, das stimmt. Jemand anders hat ja einen Hass auf ihn. Ja. Obwohl ich Hass, glaube ich, noch untertreiben würde. ja, wobei, nee, sicher ist sicher. Du gehst dahin. Ja, wir stoßen die genau.
Bam. Weil das wahrscheinlich schon Schmerzen zufügen müsste. Einer. Ich glaube, wir haben langsam genug gesehen, glaube ich, wie er in Vollanimation die zu Brei verarbeitet. Ach du Scheiße. Heilmittel erhalten. Also Gegner soll es Mode 5 geben und Gegner Nachschub soll 16 sein. Okay, krass. Ja, schwarzer Ritter, du, ich glaube, wir haben genug. Sag ich glaube, oder ich mach sie, glaube ich. Glaube ich. Ah ja, so lange, wir haben ja auch schon die Aufzüge einsetzen. Demher. Aber wir werden hier nicht in den Kapitel passieren, glaube ich. Ach du Scheiße. Leider aber noch nicht das Olivikraut hier gefunden. Das finde ich, also das finde ich halt bescheuert, dass man solche Items, sage ich mal, als verdeckt macht. Das verstehe ich halt nicht. Ja. Vor allem, wenn man Zauf nicht bekommt. Gut, wobei ich jetzt sagen würde, dieses Olivigras, ich kann es ja auch kaufen wahrscheinlich. Also von dem her ist es nicht wichtig. Ja, ich denke zum Beispiel, die Münzen werden halt nicht anders sein, denke ich mal. Ja. Ja. Das ist ja oben eine gleich... links und oben. Deine Map oben hier. Links. Ah ja, oben genau. Links ist eine. Da ist eine. Und ich glaube, dann hier ist eine. Genau. Ich finde das so witzig. Komm. Ah, Moinzen. Ja. Ja, gib dir Mühe. Komm. Ich weiß so ein bisschen nicht, wo da der Sinn besteht. Okay, das ist... Ah, okay. Aber gut, das sind die Axttypen, die können ja nicht so viel... Die Axttypen sind nicht das Problem, die Langsperrtypen Problem. Ich schätze einfach mal, das soll jetzt einfach mal so das Wiederaufbau... Ich glaube, das sollte einfach so die Wiederauferstehung des Schwarzen Ritters sein, denke ich mal einfach, ja, oder so. Dass der wohl auch eine Rolle spielt und dass das jetzt halt die beste Möglichkeit war, ihn in Einsatz zu setzen. Weil das ein Fels, das heißt zwei Bewegungen. 3, 4, 5. Ja, weil das ist auch gehölzt, da würde er nicht hinkommen. Okay, dann machen wir das so. Weil muss ich gegen jede Erfahrungspunkte hier geiern, nur um ein Risiko einzugehen. Aber ich glaube, wenn ich die 18 kriege, wäre das schon cool. Ist ja die Frage, wo sich Jared halt auch so befindet. Vermuten mal hier rechts oben wahrscheinlich. Hier in dem Bereich wahrscheinlich, würde ich vermuten. Ist halt hingeflüchtet, ne? Okay, dann machen wir das mal so. Keine Angst um mich, Sir Ritter. Ich werde an eurer Seite kämpfen. Bitte? Warum darf ich dich nicht retten? Oh boy. Ja gut, dann können wir das wahrscheinlich schon direkt neu starten, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie der Stahllanze, ausweicht. Es macht Sinn. Ich glaube, das würde das Kapitel halt sonst um einiges. Also ich glaube, das wäre halt hart unfair, glaube ich. Dann kann man ja komplett mit dem schwarzen Ritter hier einfach nur rumrennen. Ja, ja, mal sehen, ich mein, vielleicht weicht sie aus. Glaube ich zwar nicht dran, aber... Aber zumindest, was doch schon cool wäre, wäre Tausch oder so, dass ich zumindest sie dann in den Wald stelle. Ja gut. Kann ich ja nicht riechen hier. Ach, das ist auch noch ein Bogenschütze. Ja, toll. Toll, dann dürfen wir das gleich nochmal probieren. Oh. Sehen wir euch zum ersten Mal den Game Over-Bildschirm. Ich habe den aber auch noch nicht gesehen hier. Ja, noch nicht. Ja doch, oder? Einmal ganz am Anfang, glaube ich, irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie am Anfang, glaube ich, irgendwo. Kann ich mich dran erinnern. Habe ich nicht da gespeichert, aber gut. Kann ich das jetzt hier nochmal machen? Hier. Das weg. Kriegst die Engelsgruppe. Verwenden wir auch nicht wieder. Dass sie so langsam ist. Das ist wohl wahr. So, den ganzen Text kennen wir ja schon. Wir skippen. Und hier speichere ich jetzt auch noch mal. So, geht's. Bla bla bla, Jared bla bla bla. Vielleicht ignoriere ich einfach die ganzen Dinger hier. Die ganzen Items da, weil ich meine, was bringen sie mir? Eine Münze? Ich habe noch genug Münzen. Kommen ja sowieso aktuell gerade kaum zu bieten.
Und das Olivigras kann ich auch kaufen, also. Das Olivigras wäre vielleicht noch das nützlich, glaube ich, was man hier kaufen oder bekommen könnte, aber. Eclipse, sehen wir das zumindest auch nochmal. Ja, hör doch auf! Der ist schon tot. Nein, noch weiter rauf. Ja. Wenn er das später beim Boss macht, lache ich, glaube ich. Ja, das wäre echt. Das wäre dann schon wirklich peinlich für Mr. Jared, aber ich glaube, selbst Jared hat gegen ihn keine Chance. Ja, also ich meine, es wird ja keinen Sinn machen, dass ihm irgendeiner Schaden zufügen könnte, so. Weil es heißt ja, der kriegt ja nur Damage durch diese eine Waffe da. Ja. Deswegen er wahrscheinlich auch dann den Einsturz überlebt hat, weil vielleicht einfach die Brocken einfach abgeprallt sind? Oder so? Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir es noch irgendwann mal erklärt. Keine Ahnung. Ah, schön ausgewichen, Kaya. Also ich meine, das muss ja die einzige Schlussfolgerung sein, weil ich meine, es heißt ja, so den einzigen Damage er bekommt, ist durch Grey, so hieß die Waffe, glaube ich, ne? Nee, Elondite. Nee. Ah ja. Nee, Ragnell. Elondite ist ja sein Schwert. Stimmt, true. Und ja, ich meine, im Endeffekt. Und Ragnell ist das, was Ike genutzt hat. Genau, oder eigentlich sein Vater theoretisch, was er hätte genutzt hat. Ja. Oder so. Weil das wird ja auch nie so wirklich erklärt, wegen was seinem Vater jetzt passiert ist und alles. Warum er sich dazu entschieden hat, die Axt zu nutzen und so weiter. Mhm. Ja, Feierabend. Gute Nacht. Ja. Okay. Ja, natürlich noch wieder nicht. Du hast die Stahllanze. Da und blockierst wieder mal den Weg. Ich find's aber krass, so schnelle Gegner, so schnelle Züge hat man schon lange nicht mehr gesehen. Ja, gut, okay, mit zwei Einheiten. Ich glaube aber mit zwei Einheiten ist es, glaube ich, normal. Ja. Und die Map ist jetzt auch nicht die größte. Was auch gut ist, so stell dir vor, wir hätten so eine große Map. Ja, das stimmt allerdings. Doch, der Nächste, der dran glauben darf. Ich weiß halt nicht mehr, ob das Kapitel darauf ausgelegt ist, dass du irgendwas mit Mikaya machen sollst. Ich glaube nicht, gefühlt. Vielleicht habe ich halt ein bisschen Pech, was ihre Geschwindigkeit angeht. Okay, zum Glück, dass sie da im Wald stand. Boah. Weil dass sie halt so gedoppelt. Oft gedoppelt wird, das ist halt echt nicht angenehm. Nee. Und ich glaube, das wird auch in der Zukunft nicht so geil, glaube ich. Ja, da sind ja wieder die Freunde. Freunde! Aber einen hat sie ja, glaube ich, überlebt, ne? Du kannst dich runterstoßen höchstens. Ja, runterstoßen, das ist aber nicht das, was ich wollte. Eigentlich wollte ich hier hinstellen. War schön, dass du so viel Damage machst, aber dass du so viel tankst, also dass du da nicht hinkommst, dass du wenig Bewegung hast, das gefällt mir weniger. Du hast eine Stahllanze. Du hast auch eine Stahllanze. Eine Geschwindigkeit von 15. Die haben genau gerade, die brauchen nur einen Punkt mehr, dann wird sie nicht doppelt. Aber gut, sie hat halt hier natürlich mehr Ausweichrate. Zeigen, ob sie das ausweichen kann oder nicht. Ja, Blitz ist da wahrscheinlich auch noch das leichteste. Und Stoß bringt mir das auch nicht zu machen, weil der wird da definitiv. Kommt er da? Bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, der kommt da hin. Keine andere Wahl. Vor allen Dingen, weil da auch wieder ein Bogenschütze noch da ist. Okay, also merke, ich darf Mikaya hier nicht in den Angriff stellen. Ja. Oder ich bewege mich nicht nach links, bewege mich nach rechts. Alle guten Dinge sind rein. Ja. Mach das jetzt auch schon hier.
Es kann hier nur noch um Stunden handeln, dass wir das hier irgendwie hinbekommen. Ich finde die ersten Züge so schon nicht eine blöde Idee zu tun. Elfenblick drauf. Bums. Weil was ich auch machen könnte. Um auch vielleicht den einen Typ da besiegen. So. Genau. Dann aber die drucken. Eigentlich auch nur einen nach links. Ja, wobei ich muss. Das kommt ja auch gleich wieder an, glaube ich, ne? Ja, erstmal noch nicht. Ich hab das Gefühl, wenn da immer so Gras geraschelt hat, dass sie sich bewegt haben, so. Okay, den kann ich kontern, der kann mich nicht kontern. Okay. Und tschüss. Bam. Okay, noch ein Heilmittel. Wow. Ich wünschte, man hätte schon eine Fackel oder so. Ja, aber ich glaube, das soll irgendwie so die Schwierigkeit sein von der Map, dass du sowas eben nicht bekommst. Ja, denke ich auch. Beziehungsweise, was jetzt schwierig, eher nerviger, glaube ich. Ich glaube, nervig trifft ganz gut. Also klar, es macht Sinn, weil es halt dunkel ist, aber komisch, dass die Dame mit Licht nicht selber Licht erschaffen kann. Ja, das stimmt allerdings. Jetzt wünsche ich könnte da stehen. Weil ich glaube, es macht sogar Sinn, dass Mikaya alleine ist, glaube ich, mit ihm. Weil South würde ihn ja wiedererkennen. Fällt mir gerade mal so ein. Natürlich. South würde ihn wiedererkennen, das stimmt. Ja, wobei, ja doch, an sich ja eigentlich schon. Ja, ja doch. Ich meine, oder das, wenn er nicht, ich glaube, Jill dürfte ihn auf jeden Fall erkennen. Ja, ja, ja. Jill auf jeden Fall. Jetzt macht auch das Ding Sinn, was sie mit Jill beredet hatte. So, das war sozusagen der Vorzug zu dem Kapitel jetzt, glaube ich, dass sie alleine sein wollte. Noch ein bisschen schneller wär's. Ja. Stahllanz und kurz Langspeer. Jetzt sind sie nicht hier. Erledigen. Erledigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hau rein. Aber die Musik ist auch so idyllisch. Das gehört jetzt hier rein, würde ich sagen. Der Bogen! Boah, aber jetzt kommt leider noch der andere Dude da an. Den kann ich natürlich nicht ausgeben. Boah, wie soll ich sie denn hier schützen hier? Hier ist ja überall kann sie getroffen werden hier. Okay, ich würde sagen, es ist Zeit für Step-to-Step-Anleitung. Ich glaube, sonst komme ich hier nicht mehr weiter hier. Okay. Ich habe die offen. Also, hier steht sogar hier mal eine narrensichere, mit wirklich jeder Mikaya umsetzbare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Okay. Sogar auf schwer. Okay, also Runde 1. Blackie, ein Feld nach rechts. Echt? Ach so. Scheinend. Ja, okay, weil ich wollte schon sagen, weil dann ist doch Mikaya direkt in der Schussweite. Aber gut, hier kommen die dann trotzdem nicht. Okay, ja, verstehe ich. Okay. Ich habe mir jetzt auch mal aufgemacht, weil sonst hätte ich das nicht verstanden, warum. Weil dann ist sie doch direkt in der Range. Aber Mikaya bewegt man ja auch. Ist am besten mit Mario Party Musik einfügen, so. Ja, genau. Aber ja, stimmt. Jetzt wird halt schon viel ausgemistet, sage ich mal. Ja, stimmt schon eigentlich. Ja, komm, wie sollst du sowas wissen? Ja, und ich meine, Mikaya ist die Hauptprotagonistin. Wie wär's mit ihr mal ein paar Erfahrungspunkte noch geben oder so? Weiß ich nicht.
Mikael hat drei Felder nach links warten. 1, 2, 3. Und Blacky ein Feld nach links, Mikaya stoßen. Also ich glaube, das geht halt darauf aus, dass man ständig nur halt in der Gegnerphase mit dem schwarzen Ritter halt alles konzert. Ja gut, ja. Ich meine, wenn der Boss wirklich erst auftaucht, wenn alle besiegt sind, macht das schon Sinn. Ja. Okay, Blacky, 2 Felder nach links, 1 Feld nach unten, 1 Feld nach links. Warten. Mikaya, 1 Feld nach unten und 2 Felder nach links und warten. Okay, Blacky, 1 Feld nach oben. Auf Angriff auf nördliche Schützen. Was? Angriff auf nördliche Schützen. Nördliche Schützen? Der ist ja keiner. Nee. Ja, egal. Ich glaube, wahrscheinlich vorbei. Nee, das ist 4. Wir sind Zug 4. Nicht Zug 5. Ja, stimmt. Ja, ich bin schon bei Zug 5. Entschuldigung. Ja. Ich wollte schon sagen, ich habe gar keinen schönen Bogenschütze. Ich wollte auch gerade sagen, so, warte mal, ich bin schon bei Runde 5. Ja, und sie eins links. Eins oben eins. Und noch eins links. Okay, in das Heilfeld. Ja. Mhm. Ja, und jetzt kann man den Spitzen angreifen. Da kann ich sogar mit Mikaya sogar einmal angreifen, weil da steht ja nur warten bei ihr. Aber ich meine, da kann ich den noch angreifen mit Mikaya, das macht ja auch bei dieser Lied. Ja, jule ich mir dann trotzdem. Das lasse ich mir nicht nehmen. Genau. Ja gut, macht Sinn, den rauszunehmen, aber würde der Speertypen dann den schwarzen Ritter angreifen, würde der Bogenschütze dann Mikaya angreifen. Ja, genau. Weißt du, also... Ich stell mir vor, es gibt Leute, die spielen das blind, weißt du? Ja, genau. Ganz schön aufgeschmissen, diese Leute. Ja, also... Ich weiß ja nicht so, was da geraucht wurde. Okay. 1 nach rechts, 2 nach oben. Ja. Und Blacky 3 Felder nach oben, Angriff auf nördliche Soldaten. Ja. Jetzt stell dir mal vor. Es kann so sein, dass das Allon Dight unbegrenzt nutzbar ist. Aber jetzt stell dir mal vor, es gibt Leute, die spielen das Kapitel und davor haben sie noch diese Giftkraft-Kapitel gespielt. Ja, also wie gesagt, das sind echt heftige Leute. Okay, wir sind runter. Blacky, 1 Feld nach oben, 1 nach rechts, Angriff auf nordwestlichen Soldaten. Ach, Mikaya. Ah, okay, 3 nach oben, ja, okay. Dann packen Mikaya vorher noch den an, aber nee, dann machen wir das. Aber wie gesagt, man kann das hier so schlecht einschätzen, wie die Gegner sind, weil es ist Kriegsnebel, da kann man halt nicht sehen, wo die sind. Ja, guck mal, den Bogenschützen hätte ihn jetzt irgendeiner predicted. Ja. Mikaya wäre wieder tot gewesen. Ja. Gut, wie gesagt, vielleicht habe ich halt Pech, dass die halt nicht so gut Geschwindigkeit gelevelt hat, weil es ist genau der eine Punkt, der ihr fehlt, dass sie halt nicht gedoppelt wird. Aber ich meine, selbst dann, ja, einer greift physisch an und der andere greift halt dann vom Weitwurf an halt, ne? Ja, Blacky, 2 Felder nach rechts war. Mikaya, 1 nach unten und 1 nach rechts. 1 nach rechts? Ja. Okay, dann 1 nach rechts. Ja gut, hat er nicht... Ah! Deswegen. Ja, das kannst du nicht predikten, also... Entschuldigung. Okay, Blacky, 1 Feld nach rechts, 1 nach oben. Angriff auf westlichen Krieger, der Soldat wird sich nicht bewegen, aber Ziele innerhalb der Reichweite seines Langspeers angreifen. Okay. 1 nach rechts, 1 nach oben, Angriff auf westlichen Krieger.
Ja, der Soldat wird sich nicht bewegen, aber ziele innerhalb der Reichweite seines Langspeers. Okay. Das ist mir auch schon so. Ich habe mich von dem auch die ganze Zeit verwirren lassen, weil der hat sich wirklich ja nicht gekriegt, obwohl ich in die Kaya schon die ganze Zeit hier sterben. Aber gut. Kann ich ja auch nicht riechen. Und Mikaya halt dann zwei Felder nach rechts. Ja, also beide dann nicht erreichen. Oh Mann, ist das Kapitel einfach. Ja. In der Tat. Oh Mann. Okay, Mikaya, ein Feld nach rechts und eins nach unten. Okay. Blackie, zwei Felder nach unten, eins nach rechts, Angriff auf südöstlichen Krieger. Ja, das ist schon auf der Stelle. Südöstlicher Krieger, richtig schön geschrieben. Hat man sich da ja richtig Mühe gegeben hier. Ach, der greift. Ja, der greift jetzt an, ich bin hier in seiner Reichweite. Okay, Blackie soll warten einfach. Und Mikaya ein Feld nach rechts und zwei Felder nach oben. Ich bin fast wieder in unserer Ausgangsposition angekommen, einmal im Kreis gelaufen. So. Das Kapitel ist echt fast schon unnötig eigentlich. Ach, da ist er ja, der gute Herr. Ja, der Mahlzeit. Jarod. Ja, also hier steht sogar noch. Ein Feld nach rechts, also mit Blackie ein Feld nach rechts, zwei Felder nach unten, Angriff auf Jared südöstlich und dann Mikaya einfach irgend so ein Emote. Ich meine, ein bisschen Spaß, dass wir trotzdem haben. Wir wollen ja auch Gespräche hören, also von dem her, auch nur um sicher zu gehen, aber ich denke, ich meine, warum sollte der ihn nicht. Ja. Ja. Der macht ja dreimal Feierabend. Ja. General Jared. Eure Besatzungsarmee hat dem Volk von dahin unsägliches Leid zugefügt. Nun ist die Zeit gekommen. Nun werdet ihr die Konsequenzen eurer Taten tragen müssen. Ihr denkt doch nicht, mich kümmert es auch nur im geringsten, wie es den Würmern geht, die ich zertrampele. Oh, ich habe jetzt natürlich die Animation wieder anmachen können. Aber egal. Das muss man machen, wenn er seinen Ulti benutzt. Ja. Ja, arrivederci, Jared. Ich sehe schon, ihr beeindruckt euch selbst wohl am meisten. Ihr dachtet, jemand wie ihr könnte mir die Stirn bieten? Nun, dann werdet ihr jetzt wieder etwas dazulernen. Ja, gute Nacht, Jarod, würde ich mal sagen. Warum hast du ihn nicht gekrittet oder Eclipse gemacht? Das wäre noch cooler. Ja. Macht euren Frieden mit der Welt. Das Schlag wird euer Ende sein. Besorglich von euch. Was? Baldo, du, was machst du hier? Lieber kämpfe ich an der Seite meines Generals, als mit anderen Soldaten eine Ablenkung zu starten. Idiot, er hat dir befohlen, mir herzufolgen. General Jarod, es ist eine Qual, unter euch zu arbeiten, aber trotzdem spürte ich stets eine Seelenverwandtschaft zwischen uns. Ah ja. Ich werde euch folgen und für euch kämpfen. Bis zu den Toren des alles verschlingenden Abgrunds. Ah. Er war ein guter Soldat. Und nun, warum tötet ihr mich nicht? Mein Schwert ist nicht dafür geschaffen, jene zu töten, die ihre Waffe nicht erheben. Das ist ein Witz, oder? Aufhören, sofort aufhören, beide. Ein Mann starb, um euch zu beschützen. Vergeudet sein Opfer nicht. Wir sind noch nicht am Ende. Nein, sind wir nicht. Ihr lasst ihn einfach gehen. Es ist nicht an uns, über ihn zu richten. Es ist jetzt Sache der Hohepriesterin. Zuerst sollte er seinen Freund begraben und beten. Was bei dem noch was bringt, weiß ich nicht. Nö. Ich bin euch dankbar für meine Rettung. Bedarf keines Dankes. Mikaya, bist du in Sicherheit? Oh nein, Mikaya, lauf! Oh, das ist gut. Dieser Ritter hat soeben mein Leben gerettet. Was? Mikaya, weißt du, wer da vor dir steht? Oh, das weiß jeder. Er ist der Schwarze Ritter, einer der vier Reiter unter König Ashnard und der stärkste Schwertkämpfer. Genau, er ist es.
der General Eik im Schloss Nardos in Crimea vor 3 Jahren besiegte. Kann er nun hier sein? Lebendig? Sprichst die Wahrheit, Soth. Eik hat mich auf gewisse Weise in diesem Kampf besiegt. Aber wie du siehst, konnte ich entkommen. Was wollt ihr? Dass über dahin wieder die Flagge der Könige weht. Ich kam her, um diejenigen zu beschützen, die den Traum erfüllen können. Soth, General Jared war gerade hier. Wenn der Schwarze Ritter nicht eingeschritten wäre, wäre ich jetzt am Ende. Leider war. Ich meine, der Schwarze Ritter ist ja cool. Ja. Was? Aber ich sehe seinen Körper nirgends. Das kann nur bedeuten, dass er noch lebt. Was tut er? Ein anderer Soldat opferte sein Leben, um Jared zu beschützen. Ich nehme an, Jared beerdigt ihn gerade. Nein. Was hast du? Wie eine dunkle Wolke. Verdunkelt unsere Hoffnung. Dass sich Jarod gehen ließ, könnte schreckliche Folgen haben. Ach doch, jetzt doch auf einmal, oder wie? Aber sicher bist du dir nicht? Soth, ich habe es dir bisher nicht gesagt. Aber in letzter Zeit fühle ich mich nicht sehr wohl. Meine Wahrnehmung ist irgendwie neblig. Dinge, die ich vorher klar erkennen konnte, liegen nun schwach und unscharf. Möglicherweise habe ich uns einen bösen Schicksal ausgeliefert, das sich nicht mehr ändern lässt. Ich werde euch helfen. Ganz gleich, was Jared plant, werde es zu verhindern wissen. Ikaya und ich wollen eure Hilfe nicht. Soth, hör damit auf. Du hast dem König Ashnards Krieg unter General Eik gedient. Du und der Schwarze Ritter wart Feinde. Aber jetzt seid ihr Gefährten mit demselben Ziel wie der Auferstehung dareins. Der Schwarze Ritter war dareins stärkster General. Wir brauchen ihn. Ich bin bereit, der Sache zu dienen. Herr Ritter, eure Anwesenheit zu diesem Zeitpunkt bestimmt der Wille der Göttin. Ich danke euch für eure Hilfe und möchte euch bitten, uns eure Stärke noch ein Weichen auszuleihen. Mein Schwert wird euch mit all seiner Macht dienen, Tochter des Lichts. Gefällt das nicht? Nachvollziehbar. Ja. Aber das war ein interessantes Kapitel hier. Also, wenn man sich an eine Step-by-Step-Anleitung geht, dann kann man das vielleicht in 20 Minuten maximal hinbekommen. Ja. Oder man kriegt es irgendwie anders hin, nur halt nach Versuch 158. Ja, genau. Ganz genau so sieht's aus. Uiuiui. Aber trotzdem Lust. War aber gutes Story-Kapitel, muss ja, man hier. Ja, tatsächlich. Also, dass man den Schwarzen Ritter doch nochmal sehen wird. Yes. Dass er überlebt hat, tatsächlich. Sand. Und jetzt tatsächlich uns zur Seite steht, also. Ich glaube, damit hat auch noch nie einer gerechnet. Ja, so eine übelste Zerstörereinheit. Oh, ja. Eigenen Reihen zu haben, ist krass. Aber gut, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und dir fürs Dabeisein. Sehr gerne, habe wieder sehr viel Spaß gemacht. Schau beim nächsten Mal wieder rein. Ganz genau. Nächstes Mal wird krass. Ja, ich denke auch. Vielleicht können wir uns dann schon gegen den guten Jarod den Kampf stürzen. Yes. Aber gut, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis denn. Tschüss.